Aber also es ist garantiert, dass das Qualitätssiegel nicht abwischt, wenn sie duscht. Nee, ist ja ein wasserfester Edding-Stempel gewesen. Also. Und mit Absicht war es ein starker Edding, damit dieser starke Alkoholgeruch den Fischgeruch übertüncht, weißt du? Oh. Also richtiger Menschenfreund. Das hört sich an, als hättest du da Sachen noch nicht geklärt. Wie das mit dem regelmäßig Duschen? Das ist der Fischgeruch. Na gut, aber wie gesagt, das regelmäßige Duschen ist aber auch ein bisschen kompliziert. Schwierig für manche, ja. Naja, kompliziert bei meinen Freundinnen auf jeden Fall, weil Kette ist meist nicht lang genug. Es reicht einfach ja, nicht aber, zur Dusche. Zum Wasserhahn mit dem Eimer kommen sie schon, ne? Dann können sie ja den Eimer füllen und dann. Ja, und wo soll das denn hinlaufen? Also, in der Küche ist halt auch nicht keine Rinne so. Ja, also, Spülbecken? Das ist eine Idee. Aber dann brauche ich eine Chinesin als Freundin, weil damit die ins Spülbecken passt zum Hinstellen. So. Ja, so keine, also Chinesin. Sag mal, wer wollte heute nochmal irgendwie Gast-LP und so? Ein Mädchen. Und deswegen muss ich jetzt meine ganzen frauenfeindlichen Witze raushauen, damit ich das nachher nicht mehr machen muss. Oh, schon mal Dampf ablassen. Alles klar. Verstehe. Ja, weil okay. Auf den Bildern, wo man sie gesehen hat, ist sie halt auch nicht die größte. Sie könnte vielleicht auch in die ins Spülbecken passen. Oh, Barrett vertreibt sie alle, bevor sie da sind. Nee, ist Quatsch. Hallo, ich bin voll der liebe Mensch, ey. Doch, wirklich. Ja, ich meine, ja. Aber sie scheint eine ganz nette zu sein, tatsächlich. Also zumindest das, was sie mir geantwortet hat. Nach Bitten und Betteln. Nein. Hallo, bist du behindert? Nachdem sie einigermaßen so zahm war, dass du die Kette wieder länger leisten konntest. Hallo? Jetzt hört man hier nicht frauenfreundlich, ja? Das ist ja unerhört von dir. Ich nicht. Ich mach sowas nicht. Doch. Aber wie, ey? Junge. Aber hallo? Nein. Und jetzt halten mir nicht die Sachen aus der WhatsApp-Gruppe vor. Was in der WhatsApp-Gruppe passiert, bleibt in der WhatsApp-Gruppe. Was passiert nochmal in der WhatsApp-Gruppe? Viel kranker Scheiß, Mann. Ach, du meinst unsere Dickpics, ne? Die habe ich schon weitergeschickt. Genau die. Oh, wollt ihr auch in unsere WhatsApp-Gruppe und so viel Spaß haben wie wir, dann schickt uns einfach eure Handynummern unsere Dickpics rein nach Hause. Ja. Kostet auch nur 1,99 € pro Dickpic im Jamba-Spar-Abo. Nein, im Barrett-Spar-Abo. Entschuldigung, war so ein alter Reflex. Ja, okay. Sei nicht verziehen. Apropos. Ja? Bei uns auf der Arbeit. Nein. Sind die letztens mit einem Kamerateam durch die Abteilung gelaufen und haben die Abteilung bei der Arbeit gefilmt, um den Azubis, die jetzt zum 1.8. gekommen sind, einfach mal zu zeigen, wie so bei uns gearbeitet wird. Weil wir ja auch Anfang September eine riesige Azubi-Feier haben, wo alle Azubis aus ganz Deutschland bei uns in der Zentrale sind. Ja. Und die übernachten dann tatsächlich für eine Nacht in all möglichen umliegenden Hotels und Gaststätten und total irre. Wolltest du gerade Bordells sagen? Nein, Hotels, hallo. Ich hab Hotels verstanden, deswegen dachte ich, du bist schnell von Bordell noch umgeschwenkt. Nee. Okay. Gut. Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, das Kamerateam ist halt bei uns durch. Musstest du schnell deinen Schreibtisch wieder runterdrehen? Das ist ja die Ergo-Tante, die sieht. Und dann auch auf einem Video. Hammer. Für andere Azubis. Damit, hallo. Ja, ganz schlechtes Vorbild hier. Aber der sitzt doch auch so. Nein. Das sehe ich. Naja, und wir haben dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht auch auf den Film möchte. Ich habe gesagt, nee, ich bin zu hässlich, habe ich gesagt. Dann haben sie gelacht. Und dann war ich ein bisschen traurig.
Ja, okay. Aber nachdem die Traurigkeit dann weg war, dachte ich mir so, eigentlich wäre das voll geil. Und eigentlich hätte ich ja ein besonderes T-Shirt dafür hätte anziehen müssen, um ein bisschen Werbung für Sabaret zu machen. Und zwar habe ich mir überlegt, ein schwarzes T-Shirt mir machen zu lassen. Und dann ganz groß auf der Brust das Sabaret-Logo, dieses SB. Wäre schon cool gewesen, vor allem das ist T-Shirt. Und dann kam mir die Idee, dann musst du mit Herrn Sayan auch einfach so eine T-Shirts haben. Beide ein Logo in demselben Stil. Bei mir steht SB, bei dir steht HJ. HS. Du kannst auch mit HJ rumlaufen. Aber ich weiß aber auch nicht, Herr Yasan, also bitte. Wobei Yasan sich irgendwie auch wie eine Nasenkrankheit anhört. Oh, Barrett, was machst du denn? Also ich, also schick. Die Idee fand ich schon schön. Ich mit SB, du mit HS. Ja. Ne? Gut gerettet. Ja, gerettet. Kein Problem für mich. Das, woran ich eigentlich zuerst denken musste, als du angefangen hast, hier zu erzählen, ihr Kamerateam und bla. Mhm. Die wollen gucken, wie wir arbeiten. Dachte mir so schon, oh, das gab eine Hektik, als sie schnell alle wieder aufwachen mussten und schnell den ganzen Freizeitscheiß wegpacken mussten. Naja, stell mir vor, ey, das haben alle ihre Hosen einfach in der Teeküche gelassen und alle mussten ihre Hosen wieder einsammeln. Halbnackte Männer laufen panisch über IT-Gänge, weißt du? Also. Oh, das Bild ist einfach zu göttlich, weißt du? Ja. Wobei letztens auch die Mail von unserer Bereichsleitung kam, wo drin stand... Zieht endlich eure Hosen wieder! Sehr geehrte Kollegen, in den nächsten Tagen kommen Azubis und drehen den Azubi-Film. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle IT-Mitarbeiter Hosen anhaben. Ja, kann man mal machen, oder? Das ist einfach so gutes Bild, wie der hat ohne Hosen rumlaufen. Ja. Oh Mann, ey. Oh, und immer dieses reißende Geräusch, wenn die Po-Backe an dem Lederbürostuhl klebt und du aufstehst. Schlimmer ist, wenn es Fake-Leder war und dann das jetzt voll am Arsch kleben bleibt. Ekelhaftig. Und da sagst du noch zu einem Kollegen, dir hängt da was. Und er sagt, ja, der hängt da immer so. Herrlich. Da was Schwarzes am Arsch. Ach, das ist nur das Polster. Ach so, ich dachte erst. Ich weiß ja, dass er lang ist, aber so lang. Wollen wir mal schlafen das gehen? Das ist ein Zensurstreifen. Ja. Genau. Automatisch zum Mitnehmen, wenn man aufsteht. Oh, jetzt mit der Hals weh. You can only sleep at night. Was? Wie dunkel sollst du noch werden? Wie dunkel sollst du noch werden, liebe Freunde? Aber mir ist noch ganz schön hell, du. Warum bin ich jetzt schon mitgelaufen hier? Oh, es ist wieder hell geworden, was? Eben gerade war es doch voll dunkel. What the fuck? Na, läuft bei uns. Absolut. Läuft bei uns. Ah, ey. Ja, ja. Geht schon fit bei euch, ne? Ja. Oh, jetzt bin ich aber kaputt hier. Das ist schön. Anstrengend doch, anstrengend. Oh, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ach genau, Zäune. So, dann können wir uns ja wieder mal den Fragen von René widmen. Also, was waren das letzte? Ach da, Barrett nennt vier Symptome eines Herzinfarkts.
Ich verstehe die Fragen noch nicht ganz, also worauf die hinauslaufen. Was mache ich denn hier? Beschäftigungstherapie. Gut, dann haben wir das beantwortet. Dann die nächste, Barrett, was ist ein Invalide? Ein Invalide ist ein Typ, der nicht mehr arbeiten kann, weil er kaputt getreten wurde. Gut beantwortet. Barrett, was ist die Gefahr von Zigarettenkonsum? Und hallo Laternen-TV, nebenbei bemerkt. Ich hab den zwischen dem ganzen René nicht gesehen, deswegen. Laternen-TV, wie schön. Ja, der geht mit dir nachts auch durch die Straßen. Kein Problem für mich, solange er eine Hose anhat. Nicht so wie bei Rossmann. Oh. Wo Kompetenz auf Mitarbeiter trifft. Ja, genau. Oh, ja, ey. Ja. Ach, ja. Erstmal wieder beruhigen, ne, von dem... Ja, hab das ganze Jahr noch nicht so viel gelacht, das ist anstrengend. Kein Problem für mich. Ich weiß. Das ist es nie. Mal lecker Brot gesnackt. Wir haben heute übrigens, kennst das ja bestimmt, ne? Wenn man sich mal so ein neues Brot holt oder so, ne? Und du hast dann da das erste Mal wieder leckeres, knuspriges Brot. Ja, kenne ich. Dieser schöne Rinde, den man immer abpulen kann. Ja, was damit? Mein Brot hat heute keine Schale mehr gehabt. Jetzt will ich es nicht mehr essen, weil es scheiße aussieht. Jetzt überlege ich, ob ich es noch mal in den Ofen schieben kann, um eine neue Kruste zu erzeugen. Aber ich glaube, das klappt nicht. Nicht wirklich, nee. Da sind meine Cooking- oder Baking-Skills, besser gesagt, noch nicht zu gebrauchen für, glaube ich. Ah, so, jetzt brauche ich wieder die Dinger hier. Oh, Mutter Maria Gottes, ey. Level 27 übrigens. 23 tatsächlich. Wird bald eine goldene, eine Diamantspitzhacke verzaubern. Ich habe eine Diamantspitzhacke. Die Frage ist, wie verzaubert man die? Am Zaubertisch. Ja, aber muss man nicht irgendwie jetzt noch Lapis Lazuli und so dazu tun? Ja, stimmt. Ich kann sagen, jetzt hast du wieder alles kaputt gemacht. Aber davon haben wir ja inzwischen auch was. Echt? Ja. Ich habe drauf geachtet. Doch. Das heißt doof. Doof, wenn die immer versuchen, für irgendein Zeug irgendeinen Nutzen einzubauen. Ja. Ja. So. René schrieb inzwischen, Barrett, beschreibe den Weg der Nahrung den Verdauungstrakt. Das heißt, du musst dem Verdauungstrakt den Weg der Nahrung beschreiben. Ja, Magen, Darm. Scheiße, Kacken. Gut, fertig. Dann hat der Herr davor geschrieben, wie geht's euch? Tatsächlich geht's mir gut. Wir sind sehr froher Dinge heute. Jetzt läuft mir sogar noch die Nase. Ey. Ja, mir auch schon die ganze Zeit. Es ist immer nur, wenn man aufhört, weißt du? Dann läuft einem die Nase, ja. Man kriegt Husten, man hat Kopfschmerzen, man stirbt. Das passiert immer nur in der Aufnahme. Fieber, Donnerö.